Schön, was hat hier? Diggi! Hi! Na gut, so, grüße dich! Frisch siehst du aus! Na ebenso! Was hast denn du hier? Die, Kamera! Die Insta 360! Ja! Jetzt wollen wir mal ausprobieren! Opa Orange! Moin! 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 So, seid ihr auch mit drauf? Ticket brauchst du, ne? Kann ich einchecken? Ja! Ja! Warte mal, ich lasse hier doch so fancy in dieses Passbook reingemacht. Kommen wir zu den Top-Influencern hier, ne? Genau. Du musst gucken, was sie für eine Spannung haben. Ja, ja. Wetten, wenn geht jetzt gleich los. Ich schalte mal auf die andere Kamera um und werde die einfach mal irgendwo hinstellen gleich, damit ihr ein bisschen mitgucken könnt. Gucken, wie der Ton so ist. Und auf los geht's los. Geht los mit vielen Spielen heute Abend und die wollen wir uns euch ganz kurz vorstellen. Okay, und zwar, unsere erste Challenge heute wird es sein, Flaggen raten. Wir alle kennen es von The Big Bang Theory und heute werden wir unsere Kandidaten auf die Probe stellen, entsprechende Länderflaggen zu erraten. Zweite Challenge, unnützliches oder nützliches Campingwissen, Part 1. Super, danke dafür. Dann würden wir dir und euch natürlich gerne die Kandidaten vorstellen. Und zwar die erste Kandidatin für die Wette ist Jojo, die Gear Girl.
Bitte komm in unsere Mitte. Hallo. Auch du darfst dich natürlich kurz vorstellen. Ich bin Jojo, ich habe einen YouTube-Kanal, Jojo the Gierke, und ich beschäftige mich mit Outdoor-Equipment und Camping und von daher kann ich mir vorstellen, dass ich das hier heute mache. Sehr gut, danke schön. Dann dürfen wir jetzt noch den Jürgen dazu bitten von Drive Eat Sleep. Da kommt er schon mit einer eigenen Kamera. Bitte, bitte. Jürgen, auch das gleiche an dich. Bitte stell dich kurz vor für alle, die dich eventuell hier anscheinend noch nicht kennen. Ja, moin, ich bin Jörn, YouTube-Kanal Drive Eat Sleep, mach das auch schon seit ein paar Jahren und und ich würde auch noch gerne 50 Euro für das für den Kindergarten spenden, wenn das geht gleich. Hervorragend, vielen Dank. Läuft langsam mit euch hier. Super, danke dafür. Wir haben ja, wie gesagt, die Wette oder das Thema unnützes Campingwissen. Liebe Bulirella, wer ist denn aus deiner Sicht der oder die Kandidatin, die hier das Rennen heute macht? Ja, wir tippen auf den Jörn. Super, vielen Dank dafür. Okay, die Würfel sind ja noch nicht gefallen. Wir fangen an mit Frage 1. Ihr ruft wieder einfach dazwischen, wer es weiß. Wie hieß der erste deutsche Wohnwagenhersteller? Antwort A, Detlefs. Antwort B, Bürstner. Oder Antwort C, Fendt? Bürstner. Detlefs. Antwort A ist richtig, Detlefs. Jörn hat gewonnen. Kommen wir zur zweiten Frage. Welches Produkt brachte das Unternehmen Petromax im Jahr 1910 auf den Markt? Lampen. Pfannen. B ist richtig, Lampen. Frage 3. Was für ein Produkt ist die Oyster? A. Ein Sandwichmaker für Gasflammen. B. Eine Parabolantenne. C. Ein kleiner Wohnanhänger. Sag A. Ich sag mal strategisch auch A. Wollt ihr noch mal drüber nachdenken? Ich bin jetzt wie Günther Jauch. Ihr bleibt A beide ein. Bei A? Ja. Ich locke A ein. Hervorragend, so wollen wir das. Antwort A ist falsch. Ja. Antwort B wäre es gewesen. Eine Parabolantenne. Die vierte Frage. Wer ist eine Dinette in einem Wohnmobil? A. Ein kleiner, versteckter Schrank. B. Eine Sitzecke, die zu einem Bett umgebaut werden kann? Oder C, ein Verdunklungsrollo? B. Muss ich leider auch B sagen, ja, dass das richtig ist. Dadurch, dass dann die Geschwindigkeit zählt, wenn beide die gleiche Antwort haben, geht der Punkt an Jojo. Fünfte Frage. Zelte gibt es schon sehr lange. Archäologische Funde belegen, dass es Zelte schon in A, der Römerzeit, B, der Altsteinzeit oder C, der Bronzezeit gab? A. B. B ist richtig. Zwischenstand. Zwischenstand. Also momentan steht es 3-2 für Jojo. Die sechste Frage. Das Online-Magazin Caravaning wählt jedes Jahr die 10 beliebtesten Campingplätze in Deutschland. 2021 ging der erste Platz an den Familienplatz Senftenberger See. Wie viel kostet eine Nacht auf diesem Campingplatz? Ist es A, 30,30 Euro, B, 40 Euro oder C, 23? Denkt drüber nach, ganz kurz, denkt drüber nach, dass Campen immer teurer wird. Ich sag A. Wofür? Für eine Person, zwei Personen? Wohnwagen mit Strom, ohne Strom? Ich bleibe bei A. Ja, nehme ich mal B. Keine Antwort ist richtig. Es sind tatsächlich 23 Euro. Oh. Ja. Oh, okay, krass. Die Schweiz ist ein beliebtes Ziel für Reisen mit dem Wohnmobil. Was musst du tun, wenn du die Schweizer Grenze überfährst? Das Licht an deinem Fahrzeug anmachen, auch wenn es draußen hell ist.
B, darauf achten, dass für jeden Fahrer und Mitfahrer Warnwesten an Bord sind. C, unbedingt darauf achten, dass ein Ersatzreifen mitgeführt wird. A. B. Antwort A ist richtig. Jörn, der Punkt geht an dich. Maike freut sich über den Punkt. Frage Nummer 8. Der Omnia-Ofen ist in vielen Campern ein fester Bestandteil des Küchenequipments. Der schwedische Hersteller kann selbst nicht genau sagen, wann der erste Omnia erfunden worden ist. Auch hier beides leider falsch. Die Mitte, die goldene Mitte wäre richtig gewesen, 1940, vermutlich. Wie viele Wohnmobile wurden 2021 neu zugelassen? A, knapp 90.000, B, knapp 80.000 oder C, 70.000? A. 80, B, ne? B, B 80. Damit geht der Punkt an Jörn. Damit liegt Jörn jetzt einen Punkt in Führung. Das heißt, und wir kommen jetzt zur letzten Frage. Das heißt, Jojo, du musst jetzt alles geben, um eventuell zumindest Gleichstellung zu bekommen. Gibt es eine Stichfrage gleich, wenn wir unentschieden haben? Ja, vielleicht. Also, die letzte Frage ist, welcher Wohnmobilhersteller hat im Jahr 2020 die meisten neuen Wohnmobilzulassungen erreicht? A, die Pössl-Gruppe, B, Erwin-Hümer-Gruppe oder C, die Hobby-Gruppe? Pössl. Hümer. Und hier gibt es jetzt einen ganz klaren Sieger. Und zwar ist es Antwort B und dementsprechend herzlichen Glückwunsch, lieber Jörn, du hast. Danke. Du hast dein Wissen im unnützen Camping gezeigt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wissen wir nicht, aber ich auch nicht. Damit hat die liebe Bullirella gewonnen. Yeah. Vielen Dank für eure Teilnahme. Sehr gerne. Tage-Festival sind. Es geht Richtung Heimat, wieder an die See. Sehr schön. War ein cooles Festival. Wieder coole neue Menschen kennengelernt und alte wieder getroffen. Und jetzt ist man auch ein bisschen zerstört und freut sich heute Abend dann doch mal wieder in der Wohnung kurz zu sein irgendwie. Vielleicht schlafe ich aber auch noch eine Nacht am Strand. Mal gucken. Bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Aber Vanspring müsst ihr auch mal hinfahren. In diesem Sinne, tschüss mit Öl.